Was hat da? Was? Ich weiß nicht. Nein. Was habe ich gemacht? Ich habe selber gehört. Du hast das geschnallt. Ja. Mhm. Hast du Manu nachgemacht? Achso. Wenn Manu nicht. Warte mal. Cat, kannst du mal das Mikrofon ein bisschen weiter nach hinten halten? Er hat gerade aufgehört zu schnarchen, tut mir leid. Schade, ich wollte gerade Manu vorstellen. Manu ist der andere Kerl, der was mit Seo hat. Das weiß ich. Ich kenne Manu trotzdem nicht. Ich weiß, wer Manu ist, aber ich kenne ihn nicht. Kam davon, dass ihr von Sonntag auf Montag da wart. Nicht von Freitag auf Samstag oder Sonntag. Jetzt können wir spielen. Endlich! Ja, sorry. Ich muss noch kurz was ausrechnen. 4 mal 0,1 ja, ist auf. Gleich. Electronic Superjoy, 40 Cent. Cat, hast du das gerade wirklich laut ausgesprochen? Was denn? 4 mal 0,1. Ja? Ich hab ausgerechnet, was Electronic Superjoy. Nein. Oh Gott! Das wird immer schlimmer! Knuddel, ich hab 90% Rabatt da drauf. Das heißt, es kostet nur noch 10% vom alten Preis. Also 0,1. Ach, ruhig, ganz ruhig. Meine Uhr dreht sich. Und ich bin zu müde, um Kopf zu rechnen. Tut mir leid. Continue. So, können wir? Ja. Ich spiel schon. Oh je. Ich einpullert hab. Oh, nicht schon wieder, Psycho. Sau, ey. Okay. Aber Amishi, du machst mich doch immer sauber. Ja. Wenn's sein guckst muss. Du guckst doch so komisch dabei. Das macht dir Spaß. Nee. Aber. Natursektspiele und so. Irgendwer muss es ja machen. Ich meine, ja hast du dich mal angeschaut, wie dreckig du immer bist? Tust mir richtig leid dann und dann. Da habe ich bei Battle of Basti in einer Battle-Runde so einen geilen Spruch gehört. Deine Mutter steht auf dreckigen Sex, deswegen wasche ich mir jetzt extra eine Woche nett. What the fuck? What the fuck? Alter, du stinkst jetzt. Was? Wieso? Ach so, stimmt. Sorry, deine Mom will, dass ich sie poppen. Die steht ja auf dreckigen, schmutzigen Sex, also wasche ich mich eine Woche nett. Ach nee, das war das mit dem komischen Koffern. Ariel Hakuna Matata. Weiß ich. Da kennt noch jemand den Film. Ja, ich weiß, wer es war. Ja. Den habe ich letztens erst geschaut und dann fand ich voll awesome. Welcher Kackidiot hat mir mein Brötchen geklaut? Ich guck nach meinem Brötchen. Psycho. Das gibt's doch nicht. Oh, bin ich awesome. Beim ersten Versuch mit den Handtaschen hingekriegt. Ich nicht. Jetzt hab ich's auch. Ich bin ruhig. Ich hab nichts gesagt. Und was weiter selbst geht's. Puzzleteile suchen, da. Ja, mach ich auch gerade. Und da. Und da. Ja. Alter Vater. Da. Und da. Ihr klingt halt aber auch wieder alle, also miteinander und so. Das ist ja auch. Ach, dieses Spiel. Da bin ich ja wieder ganz wuschig. Das Spiel ist das. Das macht uns ganz nervös. Wuschig, du bist wuschig, wenn du uns hörst. Immer. Boah. Hilfe. Alter Vater. Denke ich mir auch gerade. Ach komm schon. Hakuna Matata. Danke. Bitteschön. Immer wieder gern. Okay. Ja, ich hab's kapiert, ist okay. Geht nicht mehr weg. Ah, oh, schnarcht ja hier. Oder doch wieder schnarchen. War das Level, in dem man nicht alle Puzzleteile finden konnte? Ich weiß es nicht. Scheiße.
Also ich habe immer alle Puzzleteile gefunden. Nee. Es gibt ein Level, in dem eins fehlt. Ja. Haben wir sogar googelt und alles. Ja. Okay. Ihr seid bestimmt alle nur zu schlecht. Ich will mal Psycho das Spiel spielen sehen, dann kriegt er wahrscheinlich einen Anfall. Der hat's wahrscheinlich schon gespielt. Der hat das Spiel nicht mal. Ach, ich hab das nicht? Nee, Quatsch, nee. Sagt mein Steam. Dann hat er es vielleicht einfach nur nicht installiert. Ja, das ist richtig. Daran ist es nicht abhängig. Dann hat das aber auf jeden Fall nicht gespielt. Vielleicht habe ich das nicht auf meinem Account gespielt, weil es ja mal frei war und so. Macht doch total viel Sinn und so. Ich habe ja auch Alien Isolation jetzt schon mal angezockt und ist auch nicht. Ich komme nicht da die Türen rein. Ach so, wahrscheinlich brauche ich dieses Dingsbums-Zeugs da. Um die Türen reinzukommen. War das vielleicht so? Das könnte sein. Das ist sehr schön. Wie hat dir das Spiel denn gefallen? Ja, ich rede noch mit dir, Psycho. Ja, ich frage mich gerade noch, von welchem Spiel wir jetzt reden. Alien Isolation. War ganz okay. Also es war auf jeden Fall nicht so shitty, wie ich dachte, weil hab schon gedacht, das ist wie der Vorgänger. Da war ja dann extrem beschissen. Ja. Aber nee, so ist es nicht. Also es ist wirklich gut. Aber ich bin halt nicht so der mega krasse Alien-Fan, dass ich sag so, boah, krass. So fett. Taten. Mir voll einer abgegangen, ja. Ja, Kumpel hat das irgendwie so in den Himmel gelobt, deswegen bin ich so ein bisschen verhalten gerade. Ah, okay. Er hat halt so gemeint, das ist so fett, das Spiel. Und ich dachte mir so, ja, ist ganz okay. Ja. Ich meine, ich habe schon Fetteres gesehen und das kostete weniger. Und Tiny Bank hast du jetzt auch gespielt gehabt oder nicht? Nee, nicht gespielt. Hab das aber auch schon ewig. Ja, das ist kein Ding, nimm die ruhig, du stirbst jetzt eh. Ich check's grad nicht. Was machst du denn? Auch diese Heugabel oder was das ist? Ach so, den Schlüssel. Ich weiß auch nicht, wo die ist, aber ich mach grad erstmal dieses Aztekenrätsel da. Ach so, ja. Würfel fehlt mir auch noch. Stimmt, Würfel hab ich auch noch. Der ist bestimmt bei dem Aztekending da drin. Müffel. Da wette ich 10 Kronen drauf. Müffel. Oder 10 Müffel. 10 Müffel gehen natürlich auch. Das wäre aber ein bisschen viel, weißt du? Weil 10 Kronen sind nicht ganz so viel. Ja. Ja. Appetit. Aber ich esse doch noch gar nicht. Oh, du knisterst. Keine Ahnung, ich habe irgendwas rascheln gehört. Ja, das war eine Papiertüte, das ist richtig. Da ist das Brötchen drin. Was die Katzen versteckt haben im Schrank. Ja, alles wird gut sein. Damit sie nicht drangehen. Ja. Katzen versteckt. Ja, genau. Weißt aber schon, was du gerade sagst? Ist okay, ich brauche keine Teammates. Die dürfen ruhig sterben. Brauchst du doch gar nicht, ist gar nicht nötig. Mach das auch alles solo. Solo Baron, Solo Dragon, nee, Spaß, ich spiele Arm. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber okay. Oh, Reek ist da. Was ist da, Cat? Reek. Und wieder weg. Vielleicht hat er sich einfach nur verklickt. Falscher Server. Den kenne ich, den mit dem habe ich gestern geredet. Ja, das ist unser Diablo 3-Kumpane. Ah, ich habe gestern versucht mit ihm zu spielen, hat nicht funktioniert. Ja. Also ein Typ, den ich einfach nur nicht kenne. Alles klar. Ja. Der ist aber voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Ja. Boah, dieser Soundeffekt, ja, die Wand fällt. War schon gut. Voll Knorke. Jetzt sind die Türen offen, ich bin awesome, ich hab was gewusst, ihr Bitches, und da ist der scheiß Würfel. Ja, da ist ein Würfel, und dann fehlt immer noch ein Würfel. Ich verstehe dauernd Müffel. Ich hab jetzt alle... Ja, da ist ein Müffel. Ne?
Ich hab jetzt... Nee, du hast alle Würfel? Ja. Alter. Du dann den letzten Würfel her? Frag ich mich auch gerade. Ich war in dem Azteken-Dingsbums da. Da war mein letzter. Ja, wo hast du den Würfel? Hab ich schon. Ja, die anderen waren alle in den verteilt. Eins im ersten, eins im hinteren und eins in der Mitte. Überall war einer verteilt in den normalen Bildern. In der Mitte? Ja. Denke ich mir aber auch gerade. In der Mitte? Ich glaube schon, ja. Oh, in der Mitte. In der Titte? Wo denn in der Mitte? Find's nicht. Ich bin blind. Auch manchmal ein bisschen. Oh, da ist ein Puzzleteil. Ich muss das hier. Würfel habe ich trotzdem noch nicht. Ja, auch nicht. Müffel. Kann sich auch nur um Stunden handeln. Tada, Würfelrätsel gelöst. Kommt ihr da jetzt nicht so irgendwas raus? Blöde Olle sagt uns nicht mal, wo der Würfel ist. Welcher Würfel denn? In der Mitte. Ja, in der Mitte. Das weiß ich nicht mehr. Relativ mittig. Weiß ich wirklich nicht. Bei mir ist keiner in der Mitte. Wenn ich da die Libellen befrage, dann weigern die sich. Stimmt, ich glaube, da war auch keiner. Wartet mal. Also, ganz rechts war einer auf dem Boden. Habt ihr den? Ja, den habe ich. Ja, so. So, und dann im Hinterraum vom ersten Level war einer im Bildschirm. Ja. So, und dann? Im Bildschirm, ja, genau. Und dann? Im Azteken-Ding. Genau, und dann? Ja, und dann wahrscheinlich hier noch im ersten normalen Bild. Welcher fehlt mir denn dann? Dann habe ich den jetzt vom Azteken. Im letzten, da ist ja auch noch ein Stein als, Büffel, ja, wo es ins Azteken-Ding reingeht, da ist ja auch noch einer. Ja, ja, das haben wir ja schon geklärt, dass er das schon hat. Ich schätze mal im ersten, im normalen Bildschirm halt. Also nicht im Hinterraum, aber ich weiß nicht mehr wo. Wenn ich es noch wüsste, würde ich es euch sagen. Ich bin jetzt wieder beim alten Opa. Nee, im ersten ist auch nichts. Ja, aber irgendwo muss ja was sein. Ich hab ihn ja gefunden. Ich hab gerade nämlich die Libellen befragt und die wollen auch im ersten mir nichts doch, zeigen. Cat. Bei dem Flugzeug, wenn du kannst, die Flasche links an der Seite hat doch so ein Ding, was man öffnen kann. Oben dieses Guckloch, da ist der Würfel drin. Was für ein Guckloch? Ja, ist bei dem alter Tatsache und die Libellen einfach so, nö, da ist nix. Ja, wahrscheinlich, weil du was öffnen musst. Okay, dankeschön. So. Jetzt brauchen wir Schiffchen. Und so komischen, wie heißen... Das Würfelrätsel war ja läppsch. Jo. Ja. Muss man ja sagen. Wie heißen die komischen Dinger, mit denen man angeln geht, die dir so im Wasser plumpen? Oh, diese Schwimmer. Schwimmer, genau. Fickschnitzel notfalls? Ja, Fickschnitzel geht immer. Wobbel, 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 wobbel. What the fuck? Ich hab Schluck drauf, nicht wundern. Also, okay. Auf Schluck. Auf Schluck. Schluckte geauft. Schluck du Sau? Schluck du Sau. Hilfe? Schlucken statt spucken. Hamster macht mir Angst. Ich? Warum ich? Ich bin immer ganz lieb. Weiß nicht, weil du Hamster bist. Achso, ja gut, das ergibt Sinn. Aber ganz lieb, nee, das ergibt Sinn. Okay. Mir fehlen noch zwei Puzzleteile. Ich will immer dieses Riesen... Oh, das kann man sogar einsammeln. Ah, okay. Hallo! The fuck? Ich will immer dieses... Ach, das kann man sogar einsammeln. Schön. Einsammeln.
Es guckt mich so an. Aber... Ah, sorry, ich hatte Schluck auf. Sammel mich ein. Ich wusste nicht, dass man das wirklich einsammeln kann. Puzzleteile.